Also es soll heute darum gehen, was hat eigentlich mit Musik auf sich, mit Ton, was ist besser, analog oder digital? Das ist die Forschungsstelle, ein ehrwürdiges Gebäude, und darin werden solche komischen Sachen wie Musizieren mit Smartphones und Tablets werden dort erforscht. Und heute habe ich einen kleinen Umweg gegangen, beziehungsweise in einen Bereich, den mich sonst weniger beschäftigt, und beschäftige mich damit, wie eigentlich der Unterschied ist. Und hier sehen wir ein Smartphones- und Tablet-Orchester, und zwar ein historisches, was schon ein paar Jahre alt ist. Vor 6 Jahren klang App-Musik so. Okay, dieses Video hat auch bei mir einige Fragezeichen ergeben. Ne? Was machen die dort eigentlich? Was hat eigentlich Frank Zappa dort in diesem Orchester zu tun? Und ist das nun eigentlich echt? Ja, die Frage. Und diese scheinbar bedeutsame Frage hat dazu geführt, dass ein zweites Experiment stattfand, und zwar diesmal nicht im Kammermusiksaal, sondern im Gewandhaus Leipzig mit großem Orchester unter June Merkel. Und wir hören uns mal an, wie das klingt. Tick, Tick und Track. Ja, auch hier gibt es wieder ein paar Fragen. Ne? Also so sah das Publikum diese Tick, Trick und Track dort vorne spielen. Wie war jetzt hier eigentlich die Klangwirkung? Ja? Also erstmal, der im Konzert saß, hat keinen Unterschied gehört. Das Publikum hat noch nicht mal bemerkt, dass die Hälfte des Orchesters nicht spielte, denn diese Tick, Trick und Track hatten gleich 7 verschiedene Soloinstrumente übernommen und halt mit ihren Smartphones gespielt. Im Radio war das aber noch krasser. Dort gingen jetzt Anrufe ein und die fragten, hä, und wann spielt denn endlich mal das Digi-Ensemble Berlin? Also auch hier, die das Fernsehen gesehen hatten, also so wie Sie jetzt selbst, die waren immer noch nicht überzeugt und hä, ist das jetzt nun echt? Ist nun, und wir sehen auch hier an den Reaktionen im Publikum, also ist das Musik, ist das Klang? Das soll jetzt also hier Thema sein. Hören Sie den Unterschied. Digital ist besser. Sie kennen Tokotronic. Ich habe dort gar nichts Elektronisches eigentlich gefunden. Digitales. Wenn man den Tonmeister fragt, dann merkt man halt, hä, oder sagen die, alles ist digital, was wir heutzutage machen. Es gibt keine analogen Tonstudios mehr, sondern das sind, wenn dann, überhaupt Nischen. Und alles, was wir hören, ist ja eh analog. Und so sieht der digitale Klang aus. Wir sehen hier sozusagen rot die Kurve. Das ist, soll mal eine Wellenform sein, ja, so ein Schall. Und wenn man den halt digital auflöst, dann kann man hier sehen, in einer schlechten Auflösung entsteht dann nicht mehr so eine runde Welle, sondern etwas Eckiges. Und wenn man diese Sample-Frequenz erhöht, dann entsteht etwas, was natürlich näher dran ist an dieser Welle. Und das hat dann halt eine höhere Qualität. Und wenn wir uns das angucken, könnte man jetzt ja dann intuitiv sagen, ja, alles Analoge hat eine höhere Qualität und deswegen Schallplatten, die ja bekanntlicherweise analoge Tonträger haben, die spielen jetzt also auch analoge Musik, und ist natürlich natürliche Auflösung, klangliche Vorteile hat das. Ist nur interessant, wie hier dieser Dozent einer Masterclass auf HiFi argumentiert, also perfekte Klang, Akt des Kultstatus, Plattenteller dreht sich, das bringt ihm Freude, ja, also so viel zum Klangqualität, auch das Artcover, und es gibt auch Liedtexte. Also so viel zur Klangqualität. Was wir hier halt sehen, sind irgendwie so Sammler, und die kennen Sie wahrscheinlich auch, und auch andere Analog-Sammler begeben sich halt mit die analogen Synthesizern. Oder auch die analoge Fotografie hat natürlich so seine Fans. Gut, an dieser Stelle wollte ich ein bisschen innehalten. Und jetzt Lena vorbei. Bei diesem Foto kann mir jemand sagen, ist das nun ein analoges Foto oder ein digitales Foto? Ich will es Ihnen nicht sagen.
komischer Trend, ja. Also da begebt man sich jetzt nur mit digitalen Medien oder Computerprogrammen an Fotos und irgendwie ist das ja digital, ne? Und irgendwie ist das ja banal, wenn man dann damit umgeht, sagt dann ein Fan von analoger Fotografie. Wenn man sich damit beschäftigt, dann würde man sich ja nie damit so richtig auseinandersetzen. Und ja, irgendwie ist das ja, wenn man analog fotografiert, ja auch ein Unikat. Mhm. So ist das. Also wenn man sich mit der Sache nicht auseinandersetzt, also wahrscheinlich mit dem Entwickeln nicht auseinandersetzt, ja stimmt, bei digitaler Fotografie muss man das machen. Aber inwieweit wird denn bei digitaler, wenn man sich mit digitaler Bildverarbeitung auseinandersetzt, denn dort nicht mit der Sache, nämlich mit dem Motiv, mit den Effekten, mit der Wirkung von so einem Bildmaterial sich nicht auseinandergesetzt? Das wage ich zu bezweifeln. Wir machen jetzt aber gleich noch einen Hörtest mit Ihnen. Oder ich mache ihn mit Ihnen und habe hier Folgendes mitgebracht. Und dazu haben wir einen Musiker eingeladen, der uns live etwas einspielen wird. Und wir zeichnen simultan auf einem analogen Medium sowie in einem digitalen Medium auf. Und das wollen wir im Nachhinein vergleichen. Und das ist eine echt spannende Geschichte. Schön. Schön, dass es für ihn spannend ist. Wir gucken mal und korrigieren gleich ein bisschen seine Forschungsfrage. Also können die Zuschauer, Leser den Unterschied sehen, ja oder nein? Und wie unterwerten sie ihn? Und es ist ein beeindruckendes Ergebnis. Ein Drittel der Leser beschäftigt sich damit, dass man sich bei Facebook anmelden muss, um die Klangdateien anzuhören. Okay, ein Drittel schimpft, dass dass der Test falsch gemacht sei. Ein Drittel bewerten gerade mal so ein bisschen positiv, dass die den Unterschied gesehen haben und immerhin 70% bewerten ihn richtig. Wir machen jetzt hier einfach mal selbst den Test, ja? Jetzt die andere Aufnahme. Ich wollte noch Tests noch ein bisschen Hinweise geben. Also Sie müssen jetzt drauf hören auf die Transienten, also auf das Einschwingverhalten, und Sie sollten noch mal hören auf den Bassbereich, ja? So, noch mal. Aufnahme 2. Ah, es war jetzt schon. Oh, Entschuldigung. Aufnahme 1 nochmal. Im Schnellverfahren. Welches von den war Nummer 1 das Analoge? Die heben mal den Finger. Ja. Okay, ich würde sagen, das sind jetzt so 15%. War Nummer 1 die digitale Aufnahme? Okay, viele halten sich zurück, aber deutlich mehr, ungefähr 30%, haben herausgefunden, dass die erste Version war die digitale Version und die zweite war das analoge. Es gibt also einen Unterschied, ja? Und das kann man auch sehen. Erstmal die Leserkommentare, es waren insgesamt über 90, die ich gezählt habe, mal ausgewertet habe. Die stellen also fest, ja, so ähnlich wie auch die Experten im Video, es gibt da verschiedene Unterschiede und es klingt satter und fetter. Und wenn man im Restaurant mit schlechtem Öl isst, dann ist halt eine anspruchslose Kundschaft. Das ist die meisten, aber finden heraus, hey, was für ein komischer Test. Also geht es überhaupt um analog und digital oder geht es nicht eher darum, was man damit machen kann und geht es nicht eher ums Musikmachen und bezweifeln halt, wie die Sache funktioniert. Wieder andere stellen fest, hey, was für ein komischer Test. Da wird irgendwie eine Technologie aus den 70ern mit einer Technik aus den 80ern verglichen. Wir sind 2014, ja, und es wird festgestellt, dass es eigentlich so die Mehrheit sagt, es klingt anders, ja, aber so what? Damit geht es jetzt musikalisch umzugehen. Also, und was wir hier noch feststellen ist, es gibt auf jeden Fall eine Veränderung in der Wahrnehmung, nicht wahr? Also von unangenehm auf angenehm und selbst jemand, der einen Hörsturz hat, hat es gehört, dass ein Unterschied ist. Und es hat auch Gründe, nämlich die analoge Aufnahme ist wirklich anders und zwar in der Qualität. Nämlich einmal der Dynamikumfang, also die Lautstärkeverhältnisse sind unterschiedlich, ist geringer. Bei CDs beispielsweise ist er bei 90 Dezibel, also deutlich breiter. Störgeräusche sind dabei, das kennen Sie selber. Es gibt ein
vertonte Bassläufe, die auch noch verzerrt sind, also auch nochmal hervorkommen und so weiter und so fort. Und man zweifelt, kann sehr stark daran zweifeln, dass es überhaupt als High Fidelity angesehen werden kann. Also wir sehen, die Schallplatte hat Nachteile, aber das hat keine Probleme. 10 Minuten sind um, wollt ihr noch mehr? Aber damit ist es noch nicht um, damit kann man umgehen. Ich werde jetzt ein paar Sachen springen, weil nämlich ich habe noch ein bisschen was Spannendes mitgebracht, das ich unbedingt zeigen möchte. Also was wir hier sehen, sind auf jeden Fall Gewohnheitsinfekte. Also Leute, die mit analogen Sachen aufgewachsen sind, die möchten natürlich genau diese mulmige Gefühl auch wieder hören und deswegen vertrauen sie auf solche analogen Geschichten. Und aber wo es natürlich darum geht, ist weder besser mehr um die Musik zu sprechen, auch wenn sich über natürlich Technologien ganz leicht sprechen lässt. So, und also das verändert sich alles, neue Erfahrungsräume durch Digitalisierung, das will ich jetzt auch nicht weiter ausbreiten, denn im Digitalen wird ja viele Sachen entkoppelt und das hat halt auch Wirkungen auf zum Beispiel Virtual Reality und so weiter. Dazu kann ich jetzt nicht länger sprechen. Ich will Ihnen eher noch zeigen, was nämlich digitales Hören bzw. digitaler Umgang mit Musiktechnologien noch bringt, nämlich eine ganze Reihe von Experimenten. Und dazu gehört hier ein Experiment, bei dem eine große Berliner Dom mit 11 Lautsprecherboxen ausgestattet wurde und nun versucht wurde, oder beziehungsweise nicht versucht wurde, der Klang von der Orgel digitalisiert bis ins Wasser verfremdet und dann einmal ums ganze Publikum geschickt wurde. Jetzt gucken wir uns mal einen kleinen Ausschnitt an. Und nicht nur das, nicht nur solche Sound-Klang-Experimente können gemacht werden, sondern auch kleine Kinder können mit diesen Geräten musikalische Erfahrungen machen, die uns erstmal mit dem herkömmlichen Instrument nicht so nahe liegen und Songs spielen, die sie mögen, auch wenn die Leute, die Workshops mit ihm machen, da eher nicht so dahinter stehen. Gefühle, alles was ich will. So viel also zu Unterschieden. Klanglich ist wenig zu hören an den Unterschieden zwischen analoger und digitaler Aufnahmetechnik. Was eher interessiert, sind die Musikpraxen, die sich verändert. Und da können Sie gerne auf mich zukommen. Ich beforsche das weiter und gebe auf dem Blog eine ganze Reihe von Hinweisen, welche Apps wie funktionieren und so weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen. Matthias Krebs!